Könnt euch das Event mal live schauen. Es ist immer ein super Event und mit unsinnig vielen Leuten und wunderbares Wetter. Was will man mehr? Ich möchte mal sagen, wenn ihr heuer nicht könnt, könnt vielleicht ein anderes Jahr. Es ist ein ganz spezieller Anlass. Mit dem Kuhrennen gibt es auch einen Haufen Sachen, die ihr kaufen könnt. Wenn nicht heuer, vielleicht das nächste Jahr. Danke. Ja, ganz sehr. Ich kann nochmal. Ich bin das erste Mal da. Ich finde es genial. Super. Danke vielmals. Hey, danke. Hey. Hoi, das ist Martin vom TV Rheintal. Hoi. Heute einmal beim Alpkäsemarkt und Kuhrennen am Flumser Bergdamen, Tannenbodenalp. Und ich habe schon viel erzählen lassen über die Kühe, die sich hier hinter mir versammelt haben. Und zwar, man sollte immer beobachten, welches das dort das Leittier ist. Das wäre mal nicht schlecht, weil die anderen sich meistens hinten einordnen. Allerdings heißt es schon Jahre, wo dann die Leitkuh gegräsen ist und der Rest hat überholt und wieder ein anderer hat gewonnen. Also es ist ziemlich spannend. Man kann also Geld wetten auf eine gewisse Kuh. Es gibt so verschiedene Nummern. Wir werden sie dann später auch noch im Film vorstellen, was es da für Favoritinnen und so was gibt. Nachher wird 70% vom Topf wird dann nachher verwettet. Also es kommt dann nachher in Kammer gewinnen. Also alle im ersten. Hoi, servus! Mein super Hut! So schön, ja, komm mal her. Dein Sommeroutfit? Das ist ja cool. Ah, bist du? Jetzt bist du extra von der Alp gekommen. Also einfach nur zum Sagen, ich fahre nicht mit 120 in den Flumserberg rauf, ist einfach auf die Kamera ein bisschen schneller eingestellt. Dass wenn ihr auf YouTube das Video anschaut, könnt ihr unten noch Kapitelmarken anschauen und dann könnt ihr direkt draufspringen, wenn euch auch nur ein Teil interessiert von dem Beitrag. Mir wird sehr weiterhelfen, wenn ihr abonnieren könnt. Und natürlich gerne mit Glocke, damit ihr jeden Beitrag auch mitbekommt. Ein Daumen hoch wäre super und Kommentare helfen auch immer. Also Ali, wie ist dein Name? Ich bin der Remo. Hoi Remo, servus, das freut mich sehr.
Du bist der OK-Präsident hier, gell? Ja, seit kurzem habe ich das Amt vom Gründer dieses Anlasses, vom René Churet, übernommen. Aha. Und mache jetzt das eigentlich zum zweiten und dritten Mal, ja, dass ich das organisiere. Ja, super. Ja. Habe ich gerade fragen wollen. Was ist denn alles, was musst du alles machen, dass du da als OK-Präsident funktionierst, sozusagen? Also wir sind eigentlich so OK, wo jeder sein Ressort hat. Ich muss sicher mal schauen, dass alles zu laufen kommt, dass jeder weiss, was er zu machen hat. Ich bin selber noch ein bisschen zuständig für das Kuhrennen selber und für die Unterhaltung während dem Tag, also sprich Musik oder auch Challenger, die in ihre Auftritte bringen. Ja. Also du schaust einfach, dass alles zu klappen kommt für die Organisation selber. Hast du ja in dem Fall ein paar Sachen zu tun. Ja, genau, ja. Aber wir müssen die Ressorte, also verschiedene Ressorte. Eins ist zum Beispiel für einen Markt zuständig, für einen Alpkäsemarkt. Ein anderer ist wieder für die Kinderbetreuung zuständig. So haben wir unsere Ressorte, wo wir da die Aufgaben verteilt haben. Super. Seit wann machst du das, wenn du gerade frisch dabei bist? Also ich bin jetzt als OK-Präsident selber, mache ich es zum dritten Jahr. Ich habe es dort nach Corona übernommen, weil wir haben es zwei Herbst nicht durchführen können, Corona-bedingt. Hinten das erste Jahr, weil es auch noch ein bisschen Auflagen hatte, haben wir nur den Alpkäsemarkt gemacht, ohne Rennen. Ja. Weil wir einfach Furcht hatten, noch Pilzleute aufeinander, weil das war doch ein bisschen verpönt. Und jetzt eigentlich so im geübten Rahmen mit Kuhrennen im ganzen Programm machen wir es jetzt eigentlich heute zum zweiten Mal. Ach, zum zweiten Mal, ja. Ah, dann ist das ja auch schon. Ja. Nur mal ganz so frisch, aber. Ja, aber es sind jedes Jahr wieder neue Herausforderungen, die auf einem zukommen. Ja. Ja. Bist du zufrieden so mit den Leuten, oder? Also, es ist sicher noch ein bisschen verhalten, weil gestern muss ich selber sagen, so die Nacht, als ich ins Bett bin, hat es noch geregnet. Ich habe dem Wetterbericht gar nicht mehr so wirklich geglaubt und habe noch einmal auf den Wetterbericht geschaut. Aber es ist perfekt eingetroffen, das Wetter tut auf und die Leute würden sicher auf den Nachmittag noch eintreffen. Ja, genau. Natürlich, einen feinen Käse zu probieren und mitnehmen. Also ich werde sicher auch mitnehmen, aber ich tue nicht schwitzen ins Auto, sonst habe ich noch ein Problem. Nein, sonst gibt es nachher noch Raclette. Genau, noch ein feinschmeckiges Auto. Gut, danke dir. Oder wo auch immer hin, kommen da rauf. Und dieses Lied, als das offizielle Heidiland-Lied, will ich jetzt machen, vom Heidi und vom Geissenpeter. Und nachher gibt es so einen Takt, einen Bassdrum, und da wäre ich sehr schön, wenn ihr ein bisschen mitklatschen würdet, gell? So zum Aufwärmen.
ein Servala, ein rechter Schweizer Mann, der braucht ein Servala, mit so einem Servala, in glücklich. Ich bin Bettina und komme vom Flumser Berg. Hallo Bettina, servus. Hallo. Danke, dass ich das Interview geben darf mit dir. Ja, gerne. Mei, haben wir schönes Wetter? Irgendwas haben wir richtig gemacht. Wir sind doch super. Das ist wunderbar. Extra für das Chorrennen ist die Sonne gekommen. Und für den Alpkäsmer. Ja, ich gehört, du bist Veteranin hier, oder? Ja, ich habe so von Anfang an mit und habe schon jenste Sieger errungen. Ja. So jenste Podestplätze. Und heute denke ich, laufen wir auf Sieg. Was ist das Wichtigste? Das Wichtigste ist, die Kuh sollte ein bisschen jung sein, ein bisschen robust sein, gut auf den Beinen sein, auf den Füßen und natürlich nicht tragend sein. Beim Training mit der Kuh, man stellt mir das relativ. Ja, sie sind schon sehr enthusiastisch. Ja, komm. Beim Training mit der Kuh, was muss man besonders beachten? Also wir lesen es im Vorfeld ein wenig aus und dann mal schauen, welche das nicht so bockt, ja, und einem nicht runterwirft, dass wir schön da oben sitzen können. Ja, dass die Audi nachher auch springen. Ja. Und dass der Treiber natürlich auch hinten dran mitlaufen mag. Ja. Das ist natürlich auch die Voraussetzung. Aber du siehst es, du hast gerade die Auswahl angesprochen. Stell mir das so schwierig vor. Sie sind ja normal hier im Stall oder sind ein bisschen auf der Wiese. Was ist für die Auswahl entscheidend? Also siehst du gleich, so, die springt die ganze Zeit umeinander. Ja, eben die, die so rumbocken und rumkumpen, die geht sicher nicht. Eben, sie sollte ein bisschen zahme sein wie die, ein bisschen anhängliche. Sie ist sehr anhänglich. Und ja, das macht gut in jemanden aus. Und ja, man sollte auch ein bisschen gut können auf dem Widerste oben sitzen. Ja. Also muss so von der Ergonomie, vom Futi und Rücken und Tier muss das ja, ein bisschen zimmern. Ja, weisst du, im Rennen merkst du das nicht mehr, dass es wehtut, also auf dem Futi. Dann hätte ich noch eine Frage. Ja. Wie viel Mal trainiert man eigentlich mit der Kuh? Oh, das ist ein bisschen wetterabhängig. Also wir fühlen an, sobald die Kühe ab der Alp kommen, das fällt an Anfang Oktober. Mhm. Und dann pro Woche bis 2 bis 3 Mal. Das sind 3 Wochen lang so, 2 bis 3 Mal pro Woche. Dann. Das ist eine rechte Vorbereitung. Also. Ja, braucht schon. Und, gell, es kommt ein bisschen auf die Lauer, auf die Kuh. Manchmal geht das Training super und manchmal will sie einfach nicht. Ja. Ja, die müssen wir abbrechen. Und dann geht uns auch so ähnlich, oder? Machen wir einen anderen Abend wieder. Und hast du noch ein Geheimnis, das du verraten willst? Wie... Oh nein, das Geheimnis behalte ich für mich wegen der Konkurrenz. Ja, natürlich. Nein, ich finde es ein super Event. Wie viele Jahre bist du dabei? Oh, sicher schon 15 Jahre bin, mache ich da schon mit. 15 Jahre? Ja, ich glaube, wow. So lange gibt es den Alpkäsmarkt und Kuhrennen schon. Ja. Was muss man als Jockey eigentlich so mitbringen? Also, nimm dir mal. Du musst einfach gut können sitzen auf der Kuh, keine Angst haben. Auch wenn sie mal ein bisschen bockt oder ein kumpelt, musst du dich gut können heben. Ja. Das ist eigentlich auch noch... Und der Umgang mit den Kühen sollte auch ein bisschen... Reiten wirst du aber auch noch, oder? Nein, ich reite gerne. Du reitest nicht. Ich habe nichts zu tun mit Rossen. So ich reite noch auf den Kühen. Nur Kühe. Wunderbar. Ja. Danke dir vielmals. Ja.
Was hat er? 8, 9, 1. Der dritte war immer von der Nummer 8 im ersten Platz. Der zweite Nummer 1 auf dem dritten. Was ist abpasst, komm? Hey! Was ist abpasst? Hey! 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 Ich bin mal ein nicht gegangen, Ignaz. Ja, das Resümee. Boah, cool gesehen. Also wirklich ein vollpackter Tag. Also da hat es wirklich für alle etwas gegeben. Für jung und alt, für alle ist da etwas gewesen. Man hat können schöppeln, man hat können essen. Mein Bauch ist jetzt noch voll. Und es hat wirklich alles gegeben. Salzig, süß. Also ich habe den Burger probiert, den Elbler Burger. Sehr guter Käse drin, natürlich. Und es hat noch den Kuchen noch gegeben. Und Getränke, alles, was man sich noch wünschen kann. Also das ist wirklich ganz toll gewesen. Über Hüpfkühe für die Kleinen. Für die Kleinen hat es auch Basteln gegeben. Die Schaukäserei war der Hammer gewesen. Und das Rennen auch. Auch wenn meine Hauptkamera ausgefallen ist, wenn ihr vielleicht gesehen habt. Es ist ein bisschen doof gewesen. Aber wenn ich ehrlich bin, die restlichen Kameras haben genug Sachen eingefallen, dass man gesehen hat, mit wie viel Blut, Schweiß und Tränen. Und wie herzlich dass das Ganze auch gewesen ist. Also ich muss einfach sagen, es war ein toller, unterhaltsamer Tag. Auch sonst muss ich sagen, man ist schnell ins Gespräch gekommen. Das Wetter war einfach top gewesen. Konz nächstes Jahr da oben, im Flumserberg. Ich hoffe, es findet wieder statt. Aber ich glaube, nach 13 Jahren, die sie jetzt schon haben, werden sie am 14. auch noch herhängen, hoffe ich. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja dort.